Der Kreis sollte den Bremern endlich den ersten Auswärtssieg im Jahr 2000 heraufbeschwören. Aber Finkes Freiburger zu Hause noch ungeschlagen. Der stets gefährliche Ailton, Hattrick-Torschütze im UEFA Cup, mit der ersten Chance nach kluger Vorarbeit von Ernst. Freiburg, viel zu umständlich, brauchte lange, um ins Kombinationsspiel zu finden. Kobiaschwili, Kopfarbeit von Frings, 0:0 zur Pause. Anfeuerung der SC-Fans für Halbzeit 2. Aber Bremen wieder mit dem besseren Start. Ailton kaum unter Kontrolle zu bringen. Fehler von Golz, er verlässt den Kasten ohne Not. Und Ailton, das 0:1, eben ein klasse Mann. Freiburg in der Folge viel zu drucklos. Die Konter der Bremer saßen. Pizarro, Latte, Bogdanovic, Chikizvili rettet. Freude bei Werder über den ersten Dreierpark auswärts. Kopfschütteln bei Finke.